Willkommen zur letzten Partie und jetzt wird es richtig, richtig spannend. Momentan auf der 1 Bayern München. Punktgleich ist Wolfsburg. Einen Punkt dahinter ist Hoffenheim. Hoffenheim aber mit dem riesen Vorteil, dass die jetzt natürlich noch nachlegen können. Und 4 Punkte hinterm ersten ist Dortmund. Das heißt, Dortmund kommt da eben definitiv nicht mehr ran. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, 4 Punkte sind es jetzt gar nicht mehr. Dortmund hat 58, 6 Punkte sind es mittlerweile. Also durch die Siege von Bayern und Wolfsburg kann da nichts mehr passieren. Dortmund ist sicher auf der 4, kann hier aber natürlich den Titelkampf mitentscheiden. Um das Ganze durchzuspielen, wenn Hoffenheim verliert, bleiben die auf der 3, logisch. Wenn Hoffenheim unentschieden spielt, sind Bayern, Wolfsburg und Hoffenheim allesamt punktgleich. Bayern wegen der minimal besseren Tordifferenz auf der 1, dann kommt Hoffenheim und auf der 3 Wolfsburg. Wenn Hoffenheim gewinnt, sind die logischerweise auf der 1, Bayern auf der 2, Wolfsburg auf der 3. Also richtig, richtig spannend bis zur letzten Partie, wie ihr das von uns ja kennt. Und ja, die Software sagt, dass Dortmund etwas überlegen ist. 2:1. Ihr tippt zum allerletzten Mal auf ultimate-kicker.de. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wer dieses Match anpfeifen darf. Aber das Ui. Ja, richtige Stimmung hier. Abendspiel. Ja. Obwohl wir 15:30 haben. Ja, auf jeden Fall das Sturmtrio kenne ich auswendig. Ich habe beide im Ultimate-Team. Kramaric und Gnabry. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber ich freue mich jetzt schon auf FIFA 19. Ah, ja. Wir holen uns das ja für die PlayStation und das ist das, worauf ich mich riesig freue. Nicht mehr am PC zocken, sondern auf der PlayStation, weil dann können wir auch an den ganzen Turnieren teilnehmen. Unter anderem virtuelle Bundesliga, an den Wettbewerb, da werden wir ja einsteigen. Ja. Und ich glaube, das hatten wir bei FIFA 18 auf jeden Fall gemerkt, dass EA eben auf die Konsolenspieler mehr Wert legt. Wir hatten ja viele Probleme, die es auf Konsolen halt nicht gab. Das ging schon am ersten Tag los mit dem Herunterladen, wo wir dann ganz kurzfristig dann wieder auf FIFA 18 umsteigen mussten. 17. Dann nicht FIFA 18 spielen konnten, sondern FIFA 17, weil das mit dem Download am PC nicht geklappt hat. Also ja, das sind schon viele, viele blöde Dinge. Kann nur besser werden. Ja. Kann nur besser werden. Dann ist dann jetzt natürlich nur noch die Frage, wie wird das Game an sich? Ungefähr in 4 Wochen haben wir die ersten Neuigkeiten dazu. Ja. Können wir bestimmt in der Weltmeisterschaft ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Kramaric. Böki. Böki, warum bist du nicht bei mir? Ich hab dich im Ultimate-Team. Warum gehst du fremd? Guerrero. Mein Gott, der rennt hier aber auch wie ein... Schöne Drehung. 1-0. Ja, ganz schöne Drehung. Oh Gott. So, damit hättest du aber auch den 34. Spieltag auch gewonnen. Ah, es ist hier noch so lang zu spielen. Also mir reicht ein Unentschieden, wenn Mucke gewinnt. Hab ich gewonnen. Ja, sind wir punktgleich, aber Mucke hat die bessere Tordifferenz. Ja, ja, momentan jetzt noch ein Tor mehr. Ja. Vor Anfang waren 2. Ja. Dank Wolfsburg, die haben es rausgehauen. Ja, und vor allem dank meinen blöden Spielen in 10 Minuten 4 Gegentore. Also zweimal in den letzten 5 Minuten 2 Gegentore. Da habe ich 6 Punkte hergeschenkt und ja 4 Tore kassiert. Das war bei mir, da habe ich ja schon gesagt, bin ich enttäuscht auch von meiner Leistung, das darf mir nicht passieren. Oh, mir juckt die Nase schon wieder. Oh, ist das eine Behinderung? Wieder wegen Allergie bei dir? Ja, ja, beides. Nase juckt und ich habe irgendwie 10 Nieser in der Nase hängen. Gefühl. Und gut gesehen. Wieder ein schwacher Pass. Oh, warum... Ich habe nichts. Das mag ich bei FIFA 18 auch immer nicht. Man drückt nichts, aber manchmal, wenn der Ball in der Nähe ist, macht er einen Ausfallschritt oder macht von alleine die Grätsche. Ja. Und so ergeben sich natürlich Räume. Ei, 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 ei. Hätte ich doch noch mal gespielt.
Ja, nur ich habe gesehen, der kommt alle auf einmal angeschossen. Lässt es doch mal lieber sein. Hallo. Oh Gott. Ah. Ja, jetzt ist Hoffenheim so langsam in der Partie. Ja. Dortmund wieder mit einem üblen Fehlpass. Ja! Kramaric mit dem Ausgleich. Ja. Das heißt aktuell Hoffenheim auf der 2 und die ersten drei Vereine punktgleich. Wie in der letzten Saison. Ja, wie in der letzten. Schon wieder getunnelt. Oh, das ist so typisch. Ja, man muss ja sagen, wenn man an letzte Saison denkt, da ist Hoffenheim fast abgestiegen. Ja, also Hoffenheim bei uns hier mit der größten Entwicklung. Ja. Oh, fuck. Er macht die Mitte auf. Er macht die Mitte auf. Oh. Der war die Grätsche im allerletzten Moment. Ja, also das kein Millimeter das Bein kürzer sein dürfen. Ich habe Probleme mit ein paar Spielen. Da sind einige so kurz und andere sehr, sehr ungenau. Ja, bisschen zu lang. Gut geblockt. Oh! Ja, ich kann auch blödeln. Ich kann das auch. Wenn ich eins von dir gelernt habe, ist es blödeln. Ah, typisches Dreieckspiel. Ja, aber so richtig kommen wir nicht in Fahrt. Also, die Leute ganz vorne, ich kann sie nicht anspielen. Sie sind so weit weg. Der Ball würde nicht ankommen. Das ist gerade das. Ein bisschen auf. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen stört. Ah. Habe ich den Ball gespielt? Also du hast irgendwie alles abgeräumt. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Foul. Oh, ey, du musst auch ein bisschen durchspielen, Mensch. Schöner Pass, perfekt. Oh, super. Oh, er läuft vorbei, Jamolenko. Ich krieg den Vogel hier nicht abgeschossen. Das gibt's nicht. Das arme Lieschen. Alter. Ah, Baumann, Torparade. Ja, Baumann mit einer Superparade. Oh. Ja. Kramaric mit der Führung. Yeah. Also da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen, wie FIFA meinen Verteidiger bewegt. Das ist herrlich. Also genau so hätte ich mir gewünscht, dass FIFA auch Jamolenko bewegt, und zwar zum Ball. Und wieder getunnelt. Oh. Ja, ich hab's gesagt. Also FIFA mag mich an diesem Wochenende nicht. Ich glaube, die letzten 4 oder 5 Tore alle getunnelt. Ja, und damit wäre Hoffenheim jetzt deutscher Meister und ich hätte dann doch noch einen Spieltag in der Rückrunde gewonnen. Ja.
Oh, das gibt's echt nicht. Oh, wie du dich da doch durchsetzt. Ich wollte gerade sagen, also ich bin ja überrascht, im Zweikampf mal gewonnen und den Ball behauptet. Ah, ich wusste das. Geil abgewartet. Oh, Baumann! Geil, Baumann. Ich liebe dich. Bisher bester Mann hier. Oh, zwei Gegentore schon super verhindert. Der ist sehr kurz und der ist natürlich dann weg. Kein Zweikampf hier so richtig. Abseits. Ja. Weil du mich noch behindert hast, bin ich da hinten gerutscht beim Pass. Ja. Was ein Gerangel. Oh, das hat Jarmolenko jetzt geil gemacht. Alter! Ich werde gleich sauer. Es kann nicht wahr sein. Der Ball sollte nach unten gehen, weil der war komplett frei. Aber nein, FIFA wechselt den Spieler und nimmt ihn dann natürlich richtig kacke an. Halbzeit. 2-1. Also Dortmund, ja, liegt ungerechterweise hier hinten. Das hätte gar nicht sein dürfen. Auf dem zweiten Durchgang bin ich hier schon. Passgenauigkeit 94%. Kann ich mir gar nicht erklären. Weil so viele Dinge vorne nicht laufen. Weiter geht's. Also Kramaric mit einem Doppelpack. Hoffenheim momentan auf der 1. Oh, getunnelt. Sehr gut. Ja. Sehr schön, Castro eingewechselt und der trifft auch gleich. Das ist natürlich hervorragend. Aber das ist auch wieder, was ich nicht verstehe. Ne? Das ist halt wieder typisch FIFA. Ich drücke Y, um den Torwart nach vorne zu abzufangen, der bewegt sich nicht. Ja. Es ist FIFA. FIFA wechselt zum Verteidiger und rennt mit ihm weg. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Wir haben fast über 300 Spiele gemacht, also. Ich glaube mehr, oder? Ja, weiß ich nicht. 34 Spieltage mal 9. Sind, warte, 270, 36, 306. Siehste. Ja. Über 300. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Und das alleine ist ja nur unsere Online-Bundesliga. Ja. Was wir dann noch so im Ultimate-Team gemacht haben, wäre der Post-Mahlzeit. Ich glaube, da komme ich allein schon auf fast 800. Ja, auf jeden Fall. Gar nicht gemerkt, dass du da rangegangen bist. Was mich jetzt gerade gestört hat, er hätte von alleine den Ball schon wieder nicht behauptet. Zweikampf gewonnen, aber wieder eigentlich keinen Ball gewinnen. Musste einer nachsetzen. Jetzt wäre Bayern wieder Meister und du hättest den Spieltag gewonnen. Also das gefällt mir gar nicht. Hoffenheim auf der 2, Wolfsburg auf der 3. Alter, was macht... Das ist doch... Es gibt es nicht. Was macht der Keeper denn da? Der kann sich auf den Ball schmeißen. Oh, oh FIFA, was hast du gegen mich? Das ist mir auch im Ultimate-Team mit Fährmann. Der hatte auch solche Aussetzer plus Eigentor. Habe ich schon einmal an diesem Wochenende erzählt. Ich verstehe das gar nicht. Oh, Jungs. Ja, Castro schön gestört hier. Das ist dann zu kurz, dem hier bei, ich schwör's dir. Oh, schön! Reus! Oh, deine verdammten Grätschen. Ich krieg es nicht hin, dass der dann früh genug schießt. Die brauchen zu lange.
Jamolenko. Weiter, weiter. Oh! Schürrle ist doch nach vorne gelaufen. Oh, ist das wieder kurz. Ich bin aber gespannt, wer bei Dortmund neuer Trainer wird. Im Gespräch ist ja Favre. Lucien ja, Favre. Stimmt. Mhm. Da bin ich echt gespannt. Ja. Ob das so stimmt. Naja, ich meine, ist in der Bundesliga auf jeden Fall kein Unbekannter. Nee. Hat ja auch bei Gladbach trainiert, ne? Ja, ja. Und das sogar sehr erfolgreich. Wo ich der hatte da. Alter, nach hinten! Oh, FIFA! Ey, sorry, aber jetzt, ich werde langsam wirklich sauer. Ich drücke, er soll nach hinten passen. Und was macht er? Er passt zu dir. Mein Verteidiger war komplett frei. So hat der Gladbach damals auf dem Abstiegsplatz übernommen und, ja, europäisch, in den europäischen Wettbewerb geführt. Und ich habe ein Lattentor geschossen. Ja, aber also FIFA, dieses Wochenende, da sind so viele fiese Fehler dabei. Ja. Jo, wieder Latte. Ja. Das ist einfach unschön. Ja, ich hoffe, die ändern das bei FIFA 19 extrem, weil das ist... Ich hatte in den letzten Wochen eigentlich schon den Eindruck, dass es besser wird. Aber wenn ich dieses Match hier sehe... So viele, ich meine, Elfmeter, Fehlentscheidungen, wo du Einwurf bekommen hast und was weiß ich was, Ecke und so. Es ist richtig krass. Das kann eigentlich nicht sein. Oder Frankfurt, wo da keiner mehr lief? Kapier ich nicht. Kann ja auch nicht sein. Oh! Ich habe nach hinten gedrückt. Wohin passt der? Nach vorne. Ich verstehe es nicht. Ah, ich hab's gerochen. Wie das lange? Nee, hätte ich auch nicht gefunden. Aber wie lange braucht Jamolenko, damit er da endlich den Pass spielt? Ja. Viertelstunde noch. Da doch nicht! Ich bin doch entgegen... Oh! Nee. Liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass ich mich so aufrege, aber ihr habt es gesehen. Ich habe extra den Spieler entgegengeholt, den er anspielen sollte. Ich verstehe es gerade nicht. Alter! Oh, das gibt rot! Na, jetzt haben wir vielleicht dann doch alles durch. Oder die Karten. Fällt mir generell auf. Die Karten... Die du hättest noch nee, kriegen gelb. Müssen. Och du. Och Hübner. Aber wo seid ihr alle? Oh, komm, hin machen. Es sind noch 12 Minuten. Jetzt lass euch den Meistertitel nicht wegnehmen. Oh. Überzahl. Sehr schön von Reus. Sehr gut gemacht. Das ist ja wieder typisch. Aber ich verstehe die Fehler trotzdem nicht. Also in den letzten Wochen hatte ich einen sehr, sehr guten Eindruck von FIFA. Was mit den Pässen, keine Ahnung, was da los ist. Ah, hier Überzahlsituation. Ja, hab ich habe abgewartet, wann die Grätsche kam. Und dann diesmal habe ich zum Glück rechtzeitig passen können. 10 Minuten noch. Ja. Schafft Hoffenheim das 4:3. Irgendwie deutscher Meister.
Er springt vorbei. Birki. Ich hätte schon gedacht, abseits. Ich habe auch kurz damit gerechnet, dass der Pfiff kommt. Naja, ich hatte auf die Ferne geachtet, aber nee. Oh Gott. Oh, und Schiri auch. Also, nein, ich reg mich nicht mehr auf. Ganz ruhig. Das ist FIFA. Es kommen wieder bessere Zeiten. Bewegt sich auch keiner. Ah! Gut, die Beine zu bekommen von Vogt. Das heißt bei FIFA ja wirklich viel. Och, du bist doch ein Idiot. Ja, das war scheiße. Götze. Hat jetzt mal Platz. Das kann eine Riesenchance werden für Dortmund. Reus, der tunnelt in der 89. Minute und damit rutscht Hoffenheim jetzt auf die 3 wieder. Und Dortmund, ja, würde zumindest ein bisschen was hier für die Fans geben. Ich wurde dreimal getunnelt, jetzt wird Mucke auch einmal getunnelt. Dreimal reg ich mich auf über einen Tunneler jetzt. In der 90. Minute Reus mit dem Tunneler von Baumann. Ach, die hässliche Visage weg. Nachspielzeit. Meister wird Hoffenheim nicht mehr. Birki, schöne Parade, aber es gibt noch mal eine Ecke. Alle Mann sind so vorne. Noch eine Ecke. Der ist drüber, das war's. Hoffenheim, er muss sich ärgern. Dortmund gewinnt und damit ist unsere Tabelle jetzt auch vollständig. Bayern das heißt, ist Meister. Bayern hat bei uns den ersten Titel. Wolfsburg auf der 2, Hoffenheim auf der 3. Dortmund kommt da nochmal ran. Auf der 4 bleiben die stehen und alle anderen Sachen auf ultimate-kicker.de. Und ich beende die Saison mit 102 Punkten Vorsprung. Das heißt, diesen Rekord, den bestätige ich dann nochmal. Aber wir haben natürlich noch mehr Fußball für euch. Es endet damit jetzt nicht. Als nächstes geht es mit der Relegation weiter. Das heißt, wir müssen natürlich abwarten, wer geht in der realen Bundesliga jetzt auf den 16. Tabellenplatz. Bleibt da Wolfsburg oder kommt da Hamburg ran? Rutscht vielleicht Freiburg noch einen runter? Und dann kann das eben starten. Und in der zweiten Liga ist ja auch noch die Frage, wer steigt direkt ab, wer muss da in die Relegation? Die ganzen Spiele. Relegation 1. und 2. Liga und Relegation 2. und 3. Liga bei uns. Und danach natürlich auch noch die WM-Spiele. Also freut euch drauf, wir freuen uns auf eure Kommentare. Es war spannend bis zum Schluss. Wirklich wieder richtig, richtig spannend bis zum Schluss. Und wir haben natürlich noch unsere Tippmeisterschaft. Wir haben ja noch unsere Tippmeisterschaft. Nach diesem Spieltag jetzt, ich werde dich natürlich auswerten, wenn auch die realen Partien zu Ende sind, wer die meisten Punkte hat und dann wird der Pokal verschickt. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.